Ja, hallo. Ich habe hier einen Multifunction Tester TC1 und das Gerät zeigt ein ganz merkwürdiges Verhalten. Die Batterie ist jetzt frisch geladen und ich starte den jetzt mal durch Druck auf die Starttaste. Und jetzt sieht man, dass er im Leerzustand sozusagen testet und er erkennt nicht, dass er gar kein Bauteil eingesetzt hat. Wie wir also unschwer hier erkennen können auf der anderen Kamera, das ist das Gerät aus der anderen Perspektive. Und ihr seht, da ist nichts drin. Okay, normalerweise müsste er also anzeigen, jetzt setze ich hier mal einen Widerstand ein, sagen wir mal zum Beispiel hier. Das ist jetzt 1 und 3. Und jetzt starte ich. Und dieselbe Routine läuft ab. Egal, was man für ein Bauteil einsteckt, das ist immer dasselbe. Am Ende zeigt er dann 1,51 Volt zwischen 1 und 2 an, was natürlich Blödsinn ist. Jetzt machen wir hier mal die Kalibrierroutine. Oder wir versuchen mal die Kalibrierroutine zu starten. Ihr seht, ich habe also dieses Kalibriertool hier eingesetzt, das ja freundlicherweise mitgeliefert wird. Und jetzt starten wir das Ding. Und wir sehen, auch diesen Kurzschluss erkennt er nicht. Selbe Ergebnis wie vorhin. Gehen wir mal nach unten. So. Und starten die Routine. Also hat keinen Sinn. Immer das Gleiche. Es spielt auch keine Rolle, ob man mit der Batterie arbeitet oder mit der Stromversorgung. Also wir können jetzt zum Spaß mal hier noch die Diode einsetzen. Jetzt sieht das Ganze so aus. Und ich starte noch mal. Man sieht, die Diode blinkt sogar auf. So dass man im ersten Moment denkt, okay, das könnte jetzt was werden. Aber es wird nichts. Es ist wirklich sinnlos. Probieren wir mal noch hier. Ein kurzer Blinker. Und er geht wieder in dieselbe Spirale. Was auch immer er da tut und testet. Wieder nichts. Und dann gehen wir noch hier unten rein. Dann haben wir alles durchprobiert. Tja, das war's.
Es bringt nichts. So, wenn wir hier die Platine anschauen. Ich kann da keine Fehler entdecken. Und irgendwie hatte ich den Verdacht, dass vielleicht die Software nicht richtig übertragen wurde. Also jedenfalls funktioniert er nicht. Und der selbstverständlich chinesische Anbieter bei eBay hat mir dann auch, nachdem ich für das Video, das er angefordert hat, auf dem ich die Probleme darstellen sollte, nicht bezahlen wollte, hat er dann den Betrag zurückerstattet. Okay, jetzt weiß ich noch nicht, was mache ich damit. Zurückhaben will er es nicht und verwenden kann ich so natürlich auch nicht. Ja, wenn jemand einen Tipp hat, ob man das Gerät reparieren kann oder wie man es vielleicht reparieren kann, dann wäre es also nett, wenn ihr das vielleicht in die Kommentare schreiben würdet. Okay, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.